In Zeiten von Waldsterben und Klimawandel zählt jeder Baum. Also dachte ich. Denn dieser gesunde Mischwald in Hessen wird abgeholzt für eine Autobahn. Klimaaktivisten gegen tausende Polizisten und das SEK. Aktivismus zwischen Liebe und Gewalt. Es gab auch ein Bekennerschreiben dazu, wo zu weiteren solchen Gewalttaten aufgefordert wurde. Stress im Wald, den eine schwarz-grüne Regierung vernichten lässt. 4 Tage war ich im besetzten Dannenröder Forst. Wer sind die Menschen, die sich gegen die Autobahn stellen, die auf Bäumen sitzen und Barrikaden bauen? Oh nein, wo soll ich entlang gehen? Das muss eine Demokratie aushalten können. Auch unsere Anfahrt führt über die Autobahn. Die soll erweitert werden, um die Landstraßen zu entlasten. Weniger Lärm für die Anwohner, bessere Lieferwege für die Wirtschaft. Geld gegen Umwelt. Der Wald muss weg. Geile Schuhe. Ja, die sind ein stiller Protest gegen die moderne Lifestyle-Obsession. So, wir sind jetzt angekommen. Es ist in 1 Stunde dunkel, wir sind also spät dran. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Spaziergang und gucken, was da los ist. Mahlzeit. Los ist vor allem Polizei. Alles abgesperrt. Ich komme nicht durch. Erst nach Feierabend kann auch ich in den Wald und finde dort die Kadaver einer schwarz-grünen Verkehrspolitik. Der Baum ist älter als jedes Auto auf der Welt. Handgezählte 250 Jahresringe, gefällt an einem Tag. Für eine Autobahn, die Baumbesetzer verhindern wollen. Wie geht's euch? Ja. Wir sind durch. Ihr seid die letzten Gallier. Das waren die. Sind hier noch andere Menschen? Wir haben niemanden getroffen bisher. Oh. Ihr seid die erste Struktur, die wir finden. Oh, vielleicht werdet die Nachricht, dass hier noch Menschen übrig sind. Machen wir. Ich versuche mir den Standort zu markieren. Also da, wo jetzt auf Google Maps noch alles voller Wald ist, sind wir voll in der Schneise und ein Baum steht hier noch auf weiter Flur. Und da haben wir 2 Menschen gefunden, die da noch ausharren und die nichts mehr zu essen und zu trinken haben und deswegen jetzt Support brauchen. Gewalttäter, Polizeihasser, das schreiben Bild und FAZ. Aber so einfach ist es nicht. Weil habt ihr eben gerufen, also ihr seid nicht allein und so weiter? Ja. Weil wir standen da und haben Rufe gehört und wussten nicht, von woher kommen die. Von uns kam was und irgendwo in die Richtung waren auch noch Aktivisten. Und was machst du, wenn du nicht hier sitzt? Ich studiere. Bambule gegen die Polizei oder einfach was besetzen? Oder was ist der tiefere Sinn, der dich hier hinbringt? Ich finde, der Dannenröder Wald ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass die Verkehrswende bisher noch nicht funktioniert. Es wird jetzt in einem sehr gut funktionierenden Mischwald, in einem Trinkwasserschutzgebiet, eine Autobahn gebaut, in einer Zeit, wo wir den Autoverkehr reduzieren müssen, um vernünftige Klimaziele einzuhalten. Und wie ist also zum Beispiel die Diskussion über Gewalteinsatz? Ich habe zwar schon von Leuten gehört, die Gewalt gegen Polizei zumindest nicht schlecht finden. Aber ich würde sagen, dass mindestens 99% des Waldes gegen Gewalt, gegen Polizei ist. Allein schon aus dem Grund, dass es die Besetzung nicht voranbringt. Steine bringen schlechte Presse. Und was bringt ein Baumhaus? Also, was wir halt versuchen, ist öffentlichen Druck erzeugen und dass dann die Bundesregierung merkt, dass es den Bürgern auch wichtig ist, dass vernünftiger Klimaschutz passiert. Wie alt bist du überhaupt? Ja, 23. 23, ausgehungert und übermüdet.
Die Vermummung trägt er aus Angst vor juristischen Konsequenzen. Die Kamera sieht besser als das menschliche Auge. Der Weg aus dem gerodeten Wald geht über frische Barrikaden. Ja, guten Morgen vom Campingplatz. Wir machen uns abfahrbereit. Hier ist das Soli-Camp, wo wir heute geschlafen haben. Es war arschkalt, Tag 2. Ich bin auf jeden Fall begeistert von den Strukturen hier. Ein Hauch von Fusion weht über den Platz. Die Kompolette ist da, das Dixi-Klo ist da, die Küche ist da, Kaffee gibt's. Alles geil, auf Spendenbasis. Das Waldstadt-Asphalt-Protestcamp ist die Basis der Waldverteidigung. Neben den Zelten eine Bühne für Redner und Konzerte. Im Kampf gegen die Autobahn für den Klimaschutz vereinigen sich hier junge und alte Menschen. Von hier aus starten Waldspaziergänge und friedliche Aktionen. Manche helfen Baumhäuser bauen, andere besetzen Bagger, die nächsten machen Sitzblockaden. So wollen die Menschen Waldrodung und Autobahnbau verhindern. We are unstoppable! Another world is possible! We are unstoppable! Klingt nach Verkehrswende. Aber was für ein Stress im Wald. Überall Barrikaden, Menschen in den Bäumen. Was sagen die Anwohner zum zivilen Ungehorsam der hier versammelten Klimabewegung? Wie finden Sie das denn, dass sie sich so dagegen gestellt wird? Wir finden das total richtig. Wir haben genug Autobahnen, wir haben zu wenig Natur, zu wenig Wald. Wir haben hier Kontakt mit Leuten, die die Baumhäuser gebaut haben. Und als aktiver Bergsteiger habe ich die auch so ein bisschen mit Material ausgestattet. Und wir unterstützen das total. Das ist ein Frevel an der Natur. Das können wir uns eigentlich nicht mehr erlauben, jetzt nochmal alles kaputt zu machen. Ja. Die Politik erlaubt es sich aber. Trotz Waldsterben, trotz Klimawandel, trotz Fridays for Future Zeitgeist. Das ist für mich kaum zu begreifen. Und der Presse wird es hier ziemlich schwer gemacht. Um heute früher hinter die Linien zu kommen, werde ich kreativ, wie das Protestorchester. Ich muss mit dieser parlamentarischen Beobachterin sprechen. Ja, wie heißt sie denn? Wissen Sie das? Die ist von den Grünen, die Walter, Kai Walter. War die gestern auch da? Katja Walter. Okay, und Sie haben einen Presseausweis? Ja, klar. Können wir Ihnen einmal zeigen? Ja, klar. Ja, alles klar. Kleinen Moment, ja? Jo. Ich habe jetzt auch absolut geblufft. Ich weiß gar nicht, ob die da ist, die Frau. Also Sie können gerne rein. Ja. Wir wissen selber nicht, wo die Dame ist, aber Sie können mal gucken, ob Sie die finden. Ausweis? Ich weiß doch auch nicht, wo ich die Frau finde. Ich weiß nur, wir werden direkt wieder kontrolliert. Wir werden uns folgen zu den Räumarbeiten. Jo, also da können Sie sich auch hinstellen. Im Wald sehe ich Menschen, die in Bäumen sitzen. Unten steht das SEK und Polizei aus ganz Deutschland. Bevor der Baum gefällt werden kann, müssen die Menschen rausgeholt werden. Das ist umständlich und braucht schweres Gerät. Jetzt Hebebühne, wo fahren die hin? Zu Schoschi? Er geht immer höher, ne? Ja, ja. Jeder Kletterer behindert die Rodung. Das alles hier kostet Personal, Geld und das Wichtigste in der Verzögerungstaktik der kleinen Leute, Zeit. Die Baumbesetzer wissen genau, was sie tun. Im Nein zur Autobahn haben sie die Wissenschaft auf ihrer Seite. Wälder haben normalerweise einen kühlenden Effekt, Asphalt heizt sich auf. Es geht hier nicht um Reisen, es geht hier um Fakten, es geht hier um wissenschaftliche Daten. Scheiße, ey. Was sollen wir denn sonst machen, ey? Und jetzt auch bitte nicht irgendwie auf die Straße gehen, wir haben gesehen, was uns bringt, das war ein Scheiß. Mit dem eigenen Körper den Wald beschützen. Der zivile Ungehorsam ist die weiterentwickelte Demonstration. Und ist friedlich, sagt auch die Polizei. Im Wald ist die Lage hier grundsätzlich sehr ruhig. Die Menschen lassen sich in aller Regel ohne weiteren Protest hier rausbringen. Sie tun ihre Meinung natürlich lautstark kund, aber das steht ja auch jedem frei. Bleib, bleib! Bleib, bleib! Seit wann seid ihr da am Hocken? Jetzt seit gestern Abend wieder. Wir waren gestern 24 Stunden hier umstellt und so, aber wir haben Essen und so.
Was habt ihr denn für einen Hintergrund? Seid ihr so Dauerbesetzer oder seid ihr Studenten oder Arbeitnehmer? Habt ihr Ferien? Was bringt euch hierher? Alles, sowohl als auch. Ganz unterschiedlich. Und du? Also, ich bin Azubi. Hast du Ferien oder was? Nee, ich hab ein paar Tage Urlaub genommen. Ich glaub ja, der hat sich einen gelben geholt. Aber der Urlaub wirkt. Statt geplanten 4,5 Hektar täglich werden durch die da oben nur 1,5 Hektar gerodet. Dementsprechend sind sie guter Dinge. Und all der Aufriss hier, Polizei aus ganz Deutschland, die Forstarbeiter, alles für ein Autobahnprojekt, das viel älter ist als der Azubi oben im Baumhaus. Dieses Projekt ist ja schon 40 Jahre alt, ne? Ja, das ist total veraltet, ja? Es macht ja keinen Sinn mehr, diese alten Pläne irgendwie durchzusetzen, wenn wir eh irgendwie Verkehrswende wollen. Und wir halten es für nicht so sinnvoll, jetzt noch eine neue Autobahn zu bauen. Weil hier ist ein Habitat für so Molche zum Beispiel, die sind geschützt. Und hier ist auch ein Wasserschutzgebiet aus Hessen. Wir haben hier einen Eisvogel gesehen. Gerade eben war hier ein Eisvogel. Der seltene Eisvogel verliert seinen Lebensraum. Und wir Menschen unseren CO2-Filter im Wald. Umweltzerstörung ist kein brasilianisches Phänomen. Das sehen wir auch hier in Hessen. Scheißdreck! Du Arschloch! Im Vergleich von vor 3 Stunden, wo wir hier saßen, ist die Stimmung da oben ziemlich gekippt. Die haben sich jetzt hier 3 Stunden angeguckt, wie das, was eben noch Wald war, komplett weggeknattert wurde und jetzt kahl ist. Sind entsprechend sauer und emotional. Uns stellt sich die Frage, ob jetzt hier heute noch geräumt wird. Ich schätze mal eher nicht, weil das hier vom Gelände her sehr kompliziert ist und, glaube ich, eine größere Geschichte wird. Und ich würde sagen, wir gucken, dass wir noch mal da an das einzelne Baumhaus rankommen, oder? Wo wir gestern Nacht waren. Man hört immer nur dieses Fallen dieser riesigen Bäume. Und das ist schon spooky. Ach, wieso denn spooky? Hier spaziere ich auf der zukünftigen Bundesautobahn 49. Mercedes und BMW statt Wildschwein und Reh. Die Umwelt- und Verkehrspolitik in Deutschland 2020. Alles im Arsch, Junge. Wie geht's euch? Wir haben uns durchgewurstelt. Ist das der Polizist legal? Ja. Habt ihr noch genug zu essen? Nicht so richtig. Oh, scheiße. Habt ihr was dabei? Nee. Leider nein, leider gar nicht. Um sich diesem Frevel an der Natur entgegenzustellen, nehmen sie eine ganze Menge auf sich. Die Menschen in den Bäumen, die sich nur als Menschen ansprechen und das Gendern sehr viel besser drauf haben als ich. Die Aktivistinnen und Aktivistinnen, nee, so, also die Aktivist, wie sagt man denn? Sag doch mal, wie macht man richtig gendern? Aktivistinnen. Aha, die Aktivistinnen. Man braucht nicht so eine Pause machen, einfach Aktivistinnen. So, und das hier ist Symbolbild für die Entbehrungen, die die ganzen Aktivistinnen auf sich nehmen. Nämlich in einen Eimer scheißen, auf so einer 5 Quadratmeter Plattform, wo du mit 4 Leuten Tag und Nacht ausharrst, um dich hier dieser Rodung entgegenzusetzen und aufmerksam zu machen, dass Klimaschutz heute über Verkehrspolitik geht. Beziehungsweise Klimaschutz, Verkehrspolitik auch dominieren sollte. Ja, wie man sieht, Eiche im Arsch, Polizei überall. Scheiße. Also bitte nochmal bitten, das Gelände zu lassen. Ach so, sollen wir weg? Ja. Durchgewurstelt und wieder erwischt. Was jetzt in den letzten Tagen oft passiert ist, ist, dass die Presse abgehalten wurde, bei den eigentlichen Arbeiten dabei zu sein. Und dann sieht's auch mal so aus. Das Video hab nicht ich gefilmt. Es wurde mir zugeschickt und ich lasse es ungeschnitten laufen. Another one is possible.
Dass keine Kameras dabei sind und keine VertreterInnen der Medien, ist sehr gefährlich, weil die Polizei jedes Mal, wenn die Kameras nicht da sind, oder nicht jedes Mal, aber sehr oft, andere Züge aufzieht. Wie gesagt, dieses Video habe nicht ich gefilmt. Aber was ich gesehen habe, sind grundlose Personenkontrollen, Verkehrskontrollen, Fahrzeughalterkontrollen, Machtspielchen. Was ironisch ist, denn die größte Macht über uns Menschen hat immer noch die Natur, das Klima. Aber was die Menschen in Uniform persönlich über Wald, Verkehr und Klima denken, ist in ihrem Einsatz völlig egal. Die haben einen Eid auf die Verfassung geschworen und sind auf Befehl hier, nicht freiwillig. Ja, schon umgesetzt. Ja. Dann gehen wir da jetzt hinterher. So machen wir. Würde ich auch sagen. Mahlzeit. Wir sind Presse. Presse ist nicht jetzt. Denn das ist ein Tatort. Auch Polizisten werden Opfer von Gewalt. Erst vor kurzem gab es ein Drohschreiben. Heute haben wir mit ein paar Militanten eine besetzte Bullenkarre platt gemacht. Wir wollen unseren Angriff auch als letzte Warnung an die Bullenschweine richten. Direkt da hinten im Wald liegt ein Lager. Die Menschen fürchten eine Räumung. Der Weg wird freigemacht. Aber dann die Überraschung. Wir gehen jetzt diesen Weg zurück zu den geparkten Fahrzeugen. Die Info kommt da hinten nicht an. Einer aus dem Wald sucht den Dialog. Sie fühlen sich bedroht, wenn Menschen mit Waffen in der Nähe von ihren Strukturen rumrennen. Wir fühlen uns bedroht, wenn unsere Autos mit Steinen beworfen werden. Das ist ein Auto mit, wurde von hier, oder was? Gut, wir haben die Helme nicht umsonst auf. Wo wurden Autos mit Steinen geworfen? Genau hier. Wir haben ja, Autos genau mit kaputten Frontscheiben. Und das soll uns dann nicht bedrohen, oder? Ja, nur deshalb sind wir hier. Ja, alles klar. Wollt ihr jetzt Verdächtige vernehmen, oder was? Wir machen gar nichts. Wir gehen jetzt zurück und alles ist gut. Also ihr könnt hier auch chillen, so. Das ist nicht das Ding. Die Frage ist, also hier haben die euer Auto eigentlich Danke für die Erlaubnis. Steinen, oder was? Danke. Jetzt ziehen wir uns zurück. Ja, es tut mir leid mit den Steinen. Lass es gut sein. Hier hinten im Barrio hieß es halt irgendwie, die Cops sind im Anmarsch. So. Dann dachte ich, dann war ein bisschen Panik drin. Dann erstmal geguckt, dass alles gechillt ist. Und dann dachte ich, brauchen wir halt Informationen, ne, zuallererst. Und dann muss man halt auch mit den Leuten reden, so, damit wir wissen, was die machen. Wir können ja nicht irgendwas antizipieren. Ich glaube, das sind auch Leute, mit denen kann man auch reden. So. Ja, meistens. Ich finde es auch scheiße, dass die Leute Steine auf die Karre geschmissen haben, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wer es war. Finde ich nicht gut. Aber ich kann es nachvollziehen. Also ja, natürlich, weil Gewalt nicht die Lösung ist. Wir sind auf einem sehr hohen zivilisatorischen Level, glaube ich, unterwegs. Die Cops sind sehr korrekt. In Hessen sagt man, wir sind doch alle Mensch geblieben. Juhu, ey. Das ist einfach so ein kleines Gedankengut. Alter. Pass auf. Ich kann doch, dass du fällst. Ich will einfach nur nicht, dass du hier runterkrass. Genauso wenig, wie ich will, dass ich runterkrass. Einfach nur nicht, dass wir sterben. Ja, ich bin nur wegen dir hier oben. Ich war nicht. Ja, toll, du machst trotzdem mit. Du bist trotzdem ein fettes Zahnrad in diesem Drecksystem. Oh, das fällt mir nicht so. Ja, komm, ey. Ja, komm, ey. Im Wald ist es doch eh am schönsten ohne Polizei. Die Systemfrage stellen sich hier viele. Hinter den Barrikaden leben sie anarchistische Utopien. Ich habe Menschen getroffen, denen es um mehr geht als um Gewalt gegen Polizei. Und auch um viel mehr als nur um Autobahn und Wald. Aber es geht eigentlich um etwas Größeres, um ein großes Zeichen zu setzen, den Symbolwert, Kapitalismuskritik und eben diese gelebte Utopie. Die aber irgendwie funktioniert. Klar, nur im Kleinen, aber für viele Menschen ist, glaube ich, genau das hier der Lebensstil, wie sie sich das eigentlich
das große Ganze vorstellen. Ja. 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 Natürlich nicht alle Menschen im Wald leben, aber doch eben um diese Umgangsform. Ja. Ich glaube, das ist das, was viele reizt, weshalb sie so lange bleiben. Aber auch aus Klimaprotest. Und eine Besetzung ist mehr als eine Demo, oder? Ist einer von euch in der Gruppe, der zum ersten Mal bei sowas dabei ist? Ja. Ja. Mhm. Ja, mehr oder weniger, aber ich bin schon länger halt. Also ich meine jetzt hier? Ja. Ja. Ich. Du? Ja. Ich würde gerne mal wissen, mit welchen Gefühlen seid ihr dann hier hingekommen? Also hattet ihr so ein bisschen Respekt, so, oh, ich komme jetzt hier in so eine Szene rein und ein bisschen ängstlich, oder? Ja? Naja, gar nicht. Nein, eigentlich nicht, würde ich sagen. Wenn du in eine Aktion gehst, klar rechnest du damit, eventuell mit Polizeigewalt konfrontiert zu werden, ja. So, aber... Aber das kannte ich ja schon vorher von dir. Ja, eben, genau. Also ich glaube, irgendwie letztendlich, wenn du auf Demonstrationen unterwegs bist, dann bist du damit immer irgendwo ein bisschen in Kontakt und weißt, worauf du dich einlässt, aber... Schon ein anderer Schnack hier. Ja. Ein anderes Gefühl, hierher zu gehen. Aber deswegen kannst du ja auch immer selber festlegen, was dein Aktionslevel ist. So, ne? Genau. Also wenn du sagst, dein Aktionslevel ist relativ niedrig, dann kannst du halt einfach immer gehen. So, ne? Wenn du niemand halt, zwingt dich. Ja, genau. Du kannst es halt komplett selber festlegen. So, jetzt war eben hier dieses Ding, kommen die Bullen, und es war meine Entscheidung, in den Baum zu gehen. Ich hätte auch einfach ruhig hier sitzen können und wie der Typ gesagt hat, auf die zugehen können. Die hätten mir nicht ein Haar gekrümmt. So. Also, ja, du bist ja nicht schwarz vermummt oder so. So ja, es ist, ja glaub, na, natürlich nicht. Sie sind auch oft willkürlich und so. Ja. Aber und es ist halt krass, wie, es ist halt, der Look macht es halt so. Das muss eine Demokratie aushalten können. So, hier zeigt sich mal wieder das Katz-und-Maus-Spiel sozusagen. Da hinten sind wir gerade durch, auf der Suche nach unserem Auto an dem Räumpanzer. Und 5 Meter weiter bauen sie Barrikaden. Zielsetzung ist natürlich die Räumung so lange rauszuzögern wie möglich und es der Polizei so schwer zu machen wie möglich, damit vielleicht das Presseecho oder der öffentliche Druck so groß wird, dass vielleicht dieser Autobahnbau doch noch verhindert wird. Wir werden uns verteidigen. Niemand hat das Recht, auf uns einzutreten. Lass dir keinen Scheiß erzählen. Wir sind nicht die andere Seite des Problems. Nur weil wir sagen, wir wollen in eurem Reich nicht leben. Sag mal, Coyote, ist das eigentlich, was ist das hier schon illegal, was man macht, wenn man einfach irgendwas in den Baum reinbaut? Gute Frage. Ich würde auch sagen, die spannendere Frage ist ja nicht unbedingt die rechtliche, sondern die moralische. Ja. Weil, also ich finde, Rechte haben sich Leute ausgedacht so. Und das kann richtig sein oder auch nicht. Und genau, ich finde, jeder Mensch sollte sich selber fragen, was für eine moralische Verantwortung oder was für eine tatsächliche Verantwortung habe ich eigentlich für die Sachen, die ich mache. Und dies finde ich hier ziemlich klar. Es geht hier um Fakten! Es geht hier um wissenschaftliche Daten! Ich werde mich moralisch mit der Sache gemein machen und gegen eine alte Journalistenregel verstoßen, dass man sich auch nicht mit einer guten Sache gemein macht. Und diese journalistische Regel werde ich jetzt brechen und dieses Scheißding damit hochziehen. Ganz einfach. Ich war viel zu lange fein, fein, fein. Doch auf einmal ist sie klein, diese Welt. Schleim auf Pflaster, Stein, blaue Laternen. Dass das Ding noch mal 5-6 Stunden Zeit rausschlägt. Aber hier kommst du wahrscheinlich schön mit der Hebebühne und noch mehr Hebebühnen. Und 2000 weitere Polizeibeamtinnen wurden nach Hessen geschickt. Mehr Menschen in Uniform gegen Menschen in Bäumen. Kampf ums Klima. Mitten in Deutschland. I don't know what's been going on. But I know that it feels so wrong, yeah, yeah. I don't know what's been going on. But I know that it feels so wrong, yeah. We got to find a solution, yeah. We got to find a solution, yeah. Bleiben laut. Die Menschen hier wissen genau, wofür sie einstehen. Und sie wissen genau, was sie tun. Wir holen Zeit raus und wir sensibilisieren die Öffentlichkeit. Im Gambia hat das auch funktioniert. Wir möchten auch, wenn die Polizei kommt, bei der Behinderung der Rodung helfen. Wir sind junge Menschen, wir stehen für unsere Zukunft ein und wir machen das auch für unsere Enkel.
Alles kostet Geld, ich brauch noch mehr Geld. Mir hat es den Kopf verdreht, ich hoff nur, dass er noch mehr geht. Komm, lass uns ein Song aufnehmen, ich möchte nie mehr so broke so sein. Mit Kobe Bryant, Basketball, als ob ich ein Broker sei. Ey, wo ist das Geld? Wir switchen immer lanes, denn wir leben ganz schnell. Guck mal hier, diese Welt funktioniert wie ein Bordell. Dass der Groschen bei Fett, das braucht ihr uns nicht erzählen. Das Geld. Wir switchen immer Lays, denn wir leben ganz schnell. Guck mal hier, diese Welt funktioniert wie ein Bordell. Das ist der Groschen bei Fell, das braucht ihr uns nicht erzählen. Solange der Boden hier aus Erde besteht, haben die Pflanzen und Tiere die Möglichkeit, das wieder zu ihrem Lebensraum zu machen und sich von dieser Verwüstung zu erholen. Wir sind hier und wir bleiben.